Wir sprechen jetzt als erstes mit Nicolas von One Happy Family, einer Hilfsorganisation, die auf Lesbos in Moria aktiv war. Und Nicolas ist zurzeit auf Lesbos und kann uns ganz kurz mal seine Eindrücke schildern. Er muss es leider wiederholen, weil vorhin unsere Übertragung nicht funktioniert hat. Bitte, Nicolas. Kein Ding. Hört man mich so? Ja, hört dich gut. Okay, super. Ja, ich bin Teil eines kleinen Schweizer Vereins, der hier auf Lesbos ein Gemeinschaftszentrum betreibt seit 3 Jahren. Wir haben verschiedene Bildungsaktivitäten, Beschäftigungsprogramme und arbeiten mit verschiedenen kleinen Organisationen vor Ort zusammen. Wir hatten etwa 1000 Besucher pro Tag, die bei uns vorbeikamen, und insbesondere haben wir für diese Leute gekocht. Es gab einen Café, eine Schule für Kinder, ein Bildungsprogramm für Erwachsene und diverse andere kleine Projekte. Wir wurden im März Ziel eines Brandanschlags, und da ist ein Teil des Zentrums abgebrannt. Wir haben das inzwischen reparieren können. Die Schule wurde aber bis jetzt nicht wieder aufgebaut, weil es aufgrund von Covid-19 nicht möglich war, Schule im größeren Rahmen durchzuführen. Dafür haben wir und unsere Partnerorganisation direkt im Camp Moria vor Ort Schulprojekte unterstützt. Das Camp Moria ist jetzt aber vor einer Woche abgebrannt, und die Leute lebten auf der Straße bis heute. Und jetzt wurde ja notfallsmäßig dieses neue Lager bei Kara Tepe aufgebaut, und inzwischen wurden dort 5.000 bis 7.000 Leute einquartiert. Für uns und für viele andere NGOs stellt sich jetzt die Frage, wie wir vor Ort weitermachen können. Was können wir unterstützen? Was möchten wir aus politischen Gründen vielleicht auch lieber nicht unterstützen? Und trotzdem auch zu schauen, wo ist die Not und wo macht es Sinn, dass wir als NGOs ja, engagieren. Wir haben in den letzten paar Tagen insbesondere in der Distribution von Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln notfallmäßig, vor allem waren wir aktiv. Die Leute, die die Schule durchgeführt haben, haben auch mit den Kindern auf der Straße spontan Schulprogramme und Aktivitätsprogramme durchgeführt, und jetzt sind die meisten der Familien insbesondere in diesem neuen Camp drin. Die Versorgungslage ist noch ziemlich schlecht. Es gibt noch momentan noch zu wenig Wasser, zu wenig Essen, zu wenig eigentlich von allem. Es ist halt einfach wirklich ein Kiesfeld, ein Geröllfeld, wo diese Zelte abgebaut wurden in enormer kurzer Zeit, und das muss sich jetzt nicht alles verbessern. Wir hoffen, dass sich das verbessern wird. Es sind aber noch ganz, ganz viele offene Fragen zu diesem Camp. Die Regierung hat enorm Werbung gemacht, damit diese Leute in dieses Camp umziehen. Sie wurden natürlich auch gezwungen, weil sonst ihr Asylfall gecancelt wird. Die Not ist aber noch groß, aber es mangelt auch vor allem an Informationen und Koordination, und es sind ganz viele offene Fragen, weil auch die Lokalbevölkerung und viele NGOs und die Geflüchteten möchten, dass dieses Camp eigentlich nicht existiert. Die möchten eigentlich aufs Festland und dort weiter ziehen. Also da stellen sich noch ganz, ganz viele Fragen. Also die sind dort ja mit sind die mit Gewalt dort reingebracht worden, oder war das jetzt einfach der Druck, dass man ihnen gesagt hat, also ohne Lageraufenthalt bekommt ihr auch kein Asylverfahren? Nein, nicht mit Gewalt. Das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert, erstaunlich gut. Die Polizei war nicht mit einem massiven Aufgebot präsent, Demopolizei, Sicherheitspolizei und so weiter. Die ganze Übung wurde aber eigentlich sehr ruhig, sehr friedlich durchgeführt, auch weil die Leute informiert wurden über verschiedene Wege, aber sie hatten wie auch keine andere Wahl. Also ein paar Tage lang wurde protestiert und so weiter. Gab auch Tränengaseinsatz ein, zwei Mal. Aber inzwischen sind die Leute so, auch dass sie halt nichts mehr haben. Es wurde auch den NGOs verboten, Essen zu verteilen und so weiter außerhalb des Camps, dass die Leute wie keine andere Wahl hatten und darum quasi durch Soft Power die Leute dazu motiviert wurden, in das neue Camp umzuziehen. 5.000 bis 7.000, das ist aber auch erst die Hälfte der Bewohner von Moria. Was ist mit den anderen? Richtig, man sagt, dass sich noch ein paar Tausend in den Hügeln um das Lager Moria aufhalten. Es gibt noch zwei, drei inoffizielle Slums quasi, Favelas, die sich die Polizei jetzt morgen vornehmen will, und auch die Leute dort zu motivieren, umzuziehen. Das sind ein bisschen die komplizierteren Fälle. Nicht die Familien, sondern mehr die Fälle, die zum Beispiel doppelte Ablehnung haben oder die sich auch gewehrt haben. Vielleicht auch Leute, die bewusst auch das Lager angezündet haben. Das sind die komplizierten Fälle, und das könnte jetzt zu hässlichen Szenen führen. Das weiß man aber nicht genau. Das ist die
ja, diese Teile, die sich die Polizei die nächsten paar Tage vornehmen will. Und mal schauen, wie das dann funktionieren wird. Man weiß auch nie genau, wie viele Leute wirklich in Mori gelebt haben. Die Zahlen können um 1.000 und 2.000 Leute unterschiedlich sein. Das weiß man nicht so genau. Ja, vielen Dank. Martin Gerner, du warst einen Monat auf Lesbos, auch in Moria. Du bist jetzt wieder zurück und zurzeit in Köln und du arbeitest an Features für die ARD-Hörfunkstationen über dieses Lager. Mit welchen Eindrücken bist du denn von dort wiedergekommen? Ja, ich würde vielleicht erstmal anknüpfen an das, was der Nicola eben gesagt hat. Ich kann jetzt aus der Erfahrung der letzten Wochen, aber auch aus dem, was ich nicht nur in deutschen, sondern auch griechischen Medien entnehme täglich, schon ein gewisses Bild spinnen, obwohl ich werde übermorgen wieder dort sein, das dann nochmal besser verstehe. Aber aus meiner Sicht jetzt mal ein bisschen von der Perspektive von oben ist zur kulturellen Verwirrung, die seit mehreren Jahren war auf der Insel, ist jetzt noch eine enorme logistische Verwirrung gekommen. Und zusätzlich das, was Konfliktgebiete kennzeichnet, und Lesbos ist ein Konfliktgebiet seit letzter Woche ganz bestimmt, aber aus meiner Sicht war es das vorher schon, was Konfliktgebiete kennzeichnet, immer weniger Vertrauen aller Parteien, die in einer Beziehung zueinander stehen, aber unterschiedliche Ziele verfolgen. Um das vielleicht mal zu sagen, was das Glück im Unglück ist, denn Nicola hat das eben so ein bisschen angedeutet, also gucken, was die Organisationen jetzt machen können, um vor Ort diese logistische Herausforderung, die Menschen zu unterstützen, damit sie Essen und Obdach haben, in erster Linie zu bewältigen. Was da jetzt vor allen Dingen abläuft, ist, dass Organisationen, die zum Teil mit Bildung wesentlich zu tun hatten oder mit medizinischer Hilfe, dass die einfach logistisch auch sich organisieren müssen. Und das Glück im Unglück scheint jetzt zu sein, aus der Distanz zu sehen, Nicola, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, dass das auch eine Chance ist, dass viele internationale Organisationen endlich mal, sage ich, mit Lokalen zusammenkommen oder mit lokalen Behörden, was viel zu wenig über die vergangenen Jahre war oder viel zu wenig kontinuierlich. Das heißt, dass einige organisieren die Busse, um ältere Menschen von A nach B zu transportieren in dieses neue Lager. Andere transportieren Abfallwagen und nehmen dazu auch, wenn es geht, lokale Infrastruktur mit. Das ist auch ganz wichtig. Warum ist das eminent wichtig? Weil dieser Game Changer, den es im März gab, dass ein Teil der lokalen Bevölkerung, die vor Jahren noch geholfen haben, die aber sagten, vor der Dauer der Leute, die hier auf der Insel verdammt sind zu bleiben, resignieren auch wir, gemäßigte, konservative Rechte und werden sozusagen zu einer Pegida-Bewegung von Lesbos, denn die gibt es, das ist ein gewisser Prozentsatz. Um das zu verhindern, so eine Entwicklung, halte ich es für grundsätzlich wichtig und eine gute Entwicklung in diesem Unglück, dass NGOs und Lokale stärker zusammenkommen. Das mit dem Lager halte ich für einen dramatischen Vertrauensverlust. Der ist vielleicht in anderen Kriegsgebieten auch schon mal so gewesen, aber hier ist er jetzt zum ersten Mal in der Mitte von Europa. Wir haben gestern den Chef des UNHCR, des UN-Flüchtlingshilfswerks gehabt. Der stand vor diesen Zelten und hat gesagt, es ist Platz für 8.000 und die Leute müssen Vertrauen fassen, aber es sind nur 1.100 da. Diese Menschen, die jetzt in Moria sind, haben natürlich alle viel erlebt. Und wir reden sehr viel, gerade in westeuropäischen Medien, von Schuldzuweisungen, von Tätern. Worüber wir wenig reden, ist Verantwortungen von Behörden, von Organisationen auf der Nichtflüchtlingsseite. Wir reden nicht über Ursachen und Wirkungsketten. Ja? Wir tun so zum Teil jetzt, als seien gewisse Teile der Flüchtlinge wie scharf kalkulierende Verhandlungspartner bei Tarifverhandlungen, die einfach mal die Traube drehen und gucken, wie weit sie kommen können. Das wäre ein großes Missverständnis.
Kommen wir vielleicht noch später in der Diskussion darüber. Das verzerrt das Bild sehr, um nicht zu sagen total. EU-Rolle, Deutschland-Rolle. Ich glaube, Griechenland, also die griechische Regierung in Athen, ist im Moment in einer enormen Zwickmühle. Sie hat einen großen Teil der Inselbevölkerung gegen sich. Nicht nur die beschriebene Lesbos-Pegida-denkenden Leute, sage ich mal, sondern mittlerweile auch viele, viele der anderen, die, das ist eigentlich grotesk, sowohl die Flüchtlinge als auch die sogenannten Rechten, als auch viele der Gemäßigten auf Lesbos wollen, dass so etwas sich nicht wiederholt und dass zahlenmäßig es auf das Erträgliche reduziert wird. Das ist aber ein Konflikt mit Athen und zugleich hat Athen die europäischen Staaten im Rücken. Und ich glaube, das, was jetzt über Deutschland schon angedeutet worden ist, ja, wir nehmen einen Teil, aber das muss dann vom Festland sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Sprachregelung für die nächsten Monate sein wird. Denn es gibt ja wohl Hinweise oder Versprechen schon, dass bis Ostern sehr viele auf dem Festland sein sollen. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Ansprechpartner auf Seiten der Flüchtlinge? Also die sind ja nun auch irgendwie, sollte man ja irgendwie als Betroffener auch irgendwie zu Wort kommen lassen. Wofür? Gesprächspartner, wofür? Naja, die mit der Regierung, mit den Organisationen dort verhandeln können über die Unterbringung und so weiter. Na, also von den Regierungen verhandelt, das wissen wir, glaube ich, längst, kann ja direkt mit den Flüchtlingen. Das Wichtige wäre aber in der Tat auf der Insel, dass die Hauptakteure mehr zusammenkommen als in der Vergangenheit. Da bin ich jetzt in der Zeit vor dem Lagerbrand. Das meinte ich mit kultureller Verwirrung. Bislang haben, und das ist ein Grund dessen, was sich zugespitzt hat über die Jahre, es haben zu wenig Leute, die miteinander zu tun haben und die entweder Angst voreinander haben oder umgekehrt in der Reihenfolge nicht wissen, daraus Vorurteile, daraus gewisse Ängste gebärend, sind zu wenig zusammengekommen. Das wäre neben der Nothilfe jetzt nochmal. Das Wichtigste ist wirklich, ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen, die war für ein großes deutsches Medium direkt nach dem Brand da. Die Szene, die Nicola eben beschrieben hat, diese paar Kilometer Straße, wo die sehr viele, wenn nicht die meisten, jetzt unterkamen. Sie hatte den Eindruck, dass die Polizei sie, das sind ihre Worte, sie dort aushungert. Ja, das ist sicherlich nicht die Absicht der griechischen Polizei auf Lesbos, diese Leute auszuhungern. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber vor Corona-Hintergrund, vor dem Hintergrund der gewachsenen Ängste, Vorurteile, ja, ist das schon dramatisch genug, überhaupt so etwas zu denken und da wird vielleicht einiges klar, was wir hier gern übersehen. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal Jutta Laut-Barkers ins Gespräch holen. Jutta Laut-Barkers ist Kulturanthropologin und forscht über die Situation und über die Unterbringung der Geflüchteten in Griechenland. Und sie ist in Athen und sie kann auch etwas sagen und hat auch schon einige Bilder mitgebracht über dieses neue Lager, das eigentlich ja niemand will. Wie kann das funktionieren, wenn niemand dieses Lager will, außer der Regierung natürlich? Ja, ich möchte kurz zum Anfang sagen, ich bin anders als die bisherigen beiden Gesprächspartner eben nicht vor Ort. Ich war aber früher eigentlich im Rahmen meiner Arbeit regelmäßig auf Lesbos, das letzte Mal letzten Sommer. Was ich jetzt mache, ist im Moment von Athen aus zu versuchen, aufgrund der Informationen, die öffentlich zugänglich sind, mir ein Bild zu machen, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was eigentlich dort im Moment abläuft. Und in dem Zusammenhang habe ich einfach mal als Vorbereitung auf unsere Veranstaltung so eine kleine Recherche gemacht durch die griechische Presse. Und es gibt auf Lesbos sehr, außer den NGOs, die sehr aktiv sind und den ausländischen Journalisten, auch lokale Journalisten, die sich sehr darum kümmern, ein Bild der Situation zu zeichnen. Und eins ist, glaube ich, klar. Moria liegt in Schutt und Asche und wird auch in
nie mehr wieder stehen. Aufgebaut, restauriert, renoviert, das ist einfach aufgrund dieser großen Grandkatastrophe zu einem Ende gekommen, was so schnell eigentlich niemand erwartet hat. Da ist aber klar, dass diese Art von Unterbringung auch mit dieser Situation in dem Olivenhain nicht mehr gewünscht ist von niemandem. Das haben wir jetzt ja schon gehört. Was man so ein bisschen im Vordergrund auf diesem Bild sieht, sind die verbrannten Olivenbäume. Das ist ein bisschen auch ein Wunderpunkt auch für die Einheimischen. Für die griechischen Bauern ist ein Olivenbaum eine Lebensquelle. Und ich glaube, du musst dein Screen einschalten, weil wir sehen nichts. Was seht ihr nicht? Ich glaube, du musst dein Bildschirm freigeben betätigen, aha, weil du ein Bild sprachst eben. Ja, ja, das muss ich jetzt mal sehen, wie ich das jetzt mache. Bildschirm freigeben. Ja. Ja. Seht ihr jetzt was? Ja, ja. Gut, sehr gut. Dann nochmal ganz kurz dieses Bild mit den verbrannten Olivenbäumen. Für die griechischen Bauern ist das ein Lebensquell, ein Olivenbaum. Und dass die nicht zugänglich waren auf dem Olive Grove, war einer der Punkte, die sehr, sehr viel Ablehnung eben auch hervorgerufen haben. Einfach um mal so ein bisschen die Lokalperspektive auch reinzubringen. Es war gar nicht die Ablehnung gegen die Flüchtlinge, die dort campten. Die Leute haben verstanden, dass die in Not sind und irgendwo unterkommen wollen. Es war die Empörung auch ein bisschen darüber, dass ihre sozusagen eigenen, nicht nur Einnahmequellen, sondern das, was womit sie seit Jahren verbunden sind, die Landwirtschaft, das Land, die Olivenbäume, die von den Vätern und Großvätern gepflanzt worden waren, dass das für sie quasi jetzt verloren gegangen ist. Ja, und das ist jetzt momentan eine Aufnahme von griechischen Lokalreportern, die zeigen, wie auf dieser kleinen Landzunge, die den Gemarkungsnamen Kara Tepe trägt, wie dort ein Lager aufgebaut worden ist. Man sieht die Zelte dicht an dicht, die kleinen UNHCR-Zelte. Man sieht, dass eigentlich von der Luftaufnahme her klar wird, wie groß die Ausdehnung ist, wie viele Zelte dort bereits stehen. Und ich würde jetzt sagen, von mir aus, als erster spontaner Eindruck, als ich dieses Bild gesehen habe, das ist alles andere als provisorisch. Also das sieht jetzt nicht so aus, als sei das dafür gedacht, irgendwie für 2-3 Monate eine Unterkunft zu ermöglichen, sondern das sieht also aufgrund der Größe und der Struktur doch schon durchaus so aus, als sei man irgendwie, als gäbe es da ein Konzept dahinter, dass das nun gibt, auch eine für eine längere Dauer Unterkünfte ermöglichen soll, allerdings nur in Zelten, eben keine Container. Und Zelte bedeutet natürlich im Winter, spätestens in 3 Monaten, gibt es da ein Problem mit dem Heizen. Da das jetzt auch bisher nur einfach ein nackter Hügel ist, das sehen wir auch, ist das nächste Problem die Wasserversorgung, die Stromversorgung, was ja bereits schon angeschnitten worden ist. Also die Infrastruktur im Moment ist da sicherlich noch sehr, sehr unzureichend. Was man im unteren Bereich sieht, dieses Fotos, diese kleinen bunten Kästchen, das sind die Toiletten. Da sind einfach wieder eine Reihe mit chemischen Toiletten aufgestellt worden. Und wir wissen ja schon aus Moria, dass das auch nicht reicht. Also ein Teil der Probleme sind auf dem neuen Gelände wiedergeboren worden. Da ist die Umgebung zu sehen. Man sieht also, dass das eben ein in sich eben abgetrenntes Gebiet ist, eingezäuntes Gebiet ist. Und das ist der zweite Punkt, der von den Menschen, die dort hingehen und die dort bleiben sollen, sicherlich kritisiert wird. Wie kommen sie da raus? Wann kommen sie da raus? Unter welchen Bedingungen kommen sie da raus? Das ist alles noch völlig unklar. Die griechische Regierung spricht jetzt nicht von geschlossenen Lagern, sie spricht von kontrollierten Lagern. Da ist aber auch noch gar nicht bisher bekannt, unter welchen Umständen und mit welchen Rechten die dort Anwohnenden eben das Recht haben, zum Beispiel mit Mytilene zu fahren, um dort Besorgungen zu machen oder Geld abzuheben an den Automaten. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich hier weitermache.
Ja, wir sehen hier dieses Warten auf die Registrierung. Es ist also tatsächlich so, dass jetzt da nicht unmittelbare Polizeigewalt zur Registrierung geführt hat, aber der Druck der Situation, der Druck der Notlage war doch so groß, dass viele sich entschlossen haben, sich in dem Lager anzumelden. Wir wissen, dass sie erstmal wieder registriert werden und dass diese Covid-19-Schnelltests gemacht werden. Interessant ist auch, was in meinen Augen dagegen spricht, dass dieses Lager provisorisch ist, dass von der Verwaltungsseite her, also vom Ministerium für Bürgerschutz, das für die Polizei zuständig ist, eine neue Polizeidirektion KRATP gegründet worden ist. Das ist also jetzt gestern auch als beiläufige Nachricht in der Lokalpresse veröffentlicht worden. Es werden also über 350 Polizisten aus Gesamtgriechenland abgeordnet in diese neue Polizeidirektion KRATP, was eben auch bedeutet, dass das Policing, das ganze Kontrollensystem verstärkt wird rund um dieses Lager. Das muss man aber auch alles beobachten noch in der nächsten Zeit. Das sind so die allerersten Informationen, die wir im Moment Stand Freitagabend nach einer Woche haben. Hm. Und was wir also auch wissen, dass es von der Gesundheitsversorgung her im Moment so aussieht, dass also eine Ärzteorganisation der WHO, eine Ärztegruppe der WHO dort eingetroffen ist und das sieht man jetzt hier, eine sehr elementare Gesundheitsversorgung vorgesehen ist. Das ist einfach so ein bisschen der Stand im Moment. Die andere NGOs haben im Moment noch gar keinen Zugang. Das hat ja auch Nicola von One Happy Family betont. Was momentan ein Thema ist, da müssen wir auch sehen und sehr genau hinschauen, ist, wie sollen die Verfahren weiter durchgeführt werden in diesem Zentrum, die Asylverfahren. Ich gehe noch mal raus aus dem Bildschirm. Bin ich wieder auf dem Desktop? Bin ich jetzt zu sehen für euch? Wir wissen also, dass die griechischen Anwaltsorganisationen... Nein, bin ich nicht. Muss ich jetzt mal sehen. Du musst oben beim grünen Balken wegklicken. Ja, stoppen. Okay. Ja, okay. Also nur noch mal als Nachtrag, das sind auch Kommentare und Informationen, die ich aus der Diskussion, soweit sie öffentlich in der Presse läuft, habe. Die griechischen Rechtsanwaltsorganisationen und Flüchtlingsorganisationen wie der Flüchtlingsrat und andere haben bereits kritisiert, dass ab Montag in diesem neuen Lager die ersten Interviews mit Geflüchteten stattfinden sollen zur Bearbeitung ihrer Asylverfahren. Und zwar als Ferninterviews, als Online-Interviews, die in irgendwelchen dieser Zelte stattfinden werden. Die ersten Einladungen sind schon verschickt. Und eins ist mal sicher, Rechtsanwälte werden nicht dabei sein. Und die Rechtsanwaltsorganisationen kritisieren, dass damit das administrative Verfahren total undurchsichtig ist. Man weiß also nicht, wer sind die fragenden Beamten, wer sind die Übersetzer, was wird protokolliert und auf welcher sozusagen Basis finden die Entscheidungen statt. Und falls es also bei dem Ausschluss von Rechtsbeistand bei den Interviews bleibt, würde damit ganz klar eine Grauzone entstehen zu Ungunsten der Asylsuchenden. Also da sind bereits in dieser scheinbaren Ordnung, die da entsteht, mit den ganzen Zelten und dem Zaun drumherum, sind bereits Fragen, ob es überhaupt dort ein rechtsstaatliches Handeln in Bezug auf die Asylverfahren geben wird. Auch da müssen wir weiterhin genau hinschauen. Ist das eine Verschärfung gegenüber der bisherigen Situation? Also hat es das bisher gegeben, dass es geordnete Verfahren mit Rechtsbeistand gegeben hat? Bisher fanden die Verfahren durch die Asylbehörde statt, die ihre Container in Moria hatten. Und die Anwaltsorganisationen hatten Zugang zu dem Lager. Also die eine der wenigen Gruppen, die das Recht hatten auf Zugang, waren die Anwaltsorganisationen. Ob sie bei allen Befragungen dabei waren, weiß ich nicht.
aber die griechischen Anwälte, griechische Anwaltsverein zum Beispiel, hatte vor dem Lager sozusagen sowas wie eine offene Sprechstunde an einigen Tagen. Die haben sich da einfach an eine lange Holzbank gesetzt und haben gesagt, hier sind wir, und Geflüchtete konnten da hingehen mit ihren Ablehnungsbescheiden und ließen sich übersetzen, was das überhaupt heißt. Und die Einsprüche konnten dann auch von den griechischen Anwälten relativ schnell einfach sozusagen in diesen offenen Büros unter freiem Himmel ausgefüllt und unterschrieben werden. Also es gab so ein bisschen einen Rechtsbeistand, trotz der schwierigen Situation in Moria. Das ist jetzt alles im Moment noch mit großen Fragezeichen versehen.